Bin ich mal gespannt, wo wir unsere Wagen stehen sehen. Oh, so lang ist er gar nicht. So, hier wollen wir in die Richtung. Da wollen wir in die Richtung. Oh, die Sonne geht schlagartig auf. Hier wollen wir in die Richtung. Dann wollen wir da in die andere. Alter, in dem Gleis steht schon was, oder? Sehe ich das falsch? Nee, in dem Gleis ist frei. Das passt. Das ist der Weg. Ich frag mich gerade, habe ich Fracht verloren? Der war doch länger, oder nicht? Na gut, hier ist schon viel Platz. Vielleicht hat es einfach funktioniert. So, da müssen wir leider, ob ich will oder nicht, in die Ansicht, weil hier die Fernbedienung nicht funktioniert, sonst würde ich die Fernbedienung nutzen. Was ich halt jetzt geil finde, ist, wir müssen alles aufs gleiche Gleis stellen. Nicht auf zwei oder drei Gleise, nein, alles aufs gleiche Gleis. Das ist es, Leutwag, der Knopf. Das hier sind die Lichter. Wir sind alle Nachbarn wach hier. Übrigens, hier oben kann man sich auch die Tastaturbefehle einblenden lassen. Was gar nicht verkehrt ist, wenn man mal gucken will, Fahrtrichtungswechsel ist Y und H, Regler ist T und G. Müsste ich mir alles mal merken. So, 5i. Hier fahren wir jetzt rückwärts rein. Und hier muss jetzt gleich der ganze Zug rein. Ich frage mich, wie das gehen soll. Das ist doch viel zu lang für das Gleis hier. Mit dem Licht gibt es, glaube ich, hier kleine Probleme. Es ist so cool, wenn man mit T und mit G hier die Fahrtstufen ändern kann. Ich bin gerade am Überlegen, wie es ist, wenn ich hinten auf dem Zug stehe.
ob ich dann mit den Tasten einfach den Zug fahren kann, weil ich auf dem Zug drauf bin. Also ich weiß, dass du, egal wo du stehst auf der Lok, selbst wenn du auf dem Dach stehst, kannst du, glaube ich, mit den Tasten alles im Zug steuern. Ja, sicher hätte ich vorwärts reinfahren können. Aber... Oh, ich stehe sogar viel zu weit da drin. Ich hätte mehr Platz, als ich gedacht habe. Dann muss hier auch was frei sein, wo ich rausfahren kann. Und da kann ich mir nicht sicher sein. So, Zugbremse. Ausmachen tue ich nicht, weil ich ihn gleich abhole. Wo ist der Kackbahnhof da drüben? Der ist so gut versteckt. Nicht gut, ich habe die Handbremsen vergessen. Eilen. Handbremse. Handbremse. Ich hoffe, das waren jetzt die richtigen, nicht, dass es gleich Probleme gibt. 38 Minuten, wir machen 47.000 hiermit. Ja, mit der Cola. Macht 100.000. Und 38 Minuten das Ding, macht auch 47.000. Keine Umweltschäden, kein gar nichts. Ab in die Tonne. Her mit der Kohle. Und wir haben wieder 154.000. Dann koppeln wir die mal ab. So, dann legen wir einen Vorwärtsgang ein, lösen die Bremse. Fahren mal ein Stück vor. Ja, also ich kann hier stehen und kann da drüben bedienen. Das geht also in der Tat.
Wie war der Fahrtrichtungswechsler? Ich habe schon fast wieder vergessen. Y und H, das ist aber ganz komisch. Ja, bei mir schreibt der Y und H, deshalb bin ich gerade verwundert. Warte mal, das muss ich mir jetzt mal angucken. Ja, es ist Y und H. Z und H, ja gut, das ist die falsche Tastatur. Die haben die englische Tastatur, ich habe die deutsche. That's a problem. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ja. Muss hier drin sein. Ich glaube, von draußen geht's nicht, oder? Doch. Wie weit kann ich denn wegstehen? Nee, das ist nicht meine Reichweite. Also bis in den Türbereich, bis hierher kannst du steuern, wie es aussieht. Na komm schon, fahr in den Schuppen. Dachte, hier wäre Wartung. Wow. Hier ist auch Wartung, aber ziemlich weit hinten. Ich habe gedacht, ich fahre gleich hinten gegen. Lässt mal relaxed angehen. Ja, fehlt nicht viel und ich fahre hinten gegen.
Sand ist voll, Öl. Fahrgestell ist top, Räder. Mechanischer Antrieb. Und elektrischer Antriebsstrang. Macht Gesamtrechnung von 9500. Die gehen dann nach dem Auftrag noch ab. Der Rest ist Gewinn. So, die Lichter hatte ich dummerweise vorher nicht ausgemacht. Das passt. Ja, der Zug steht hier gut. Dann gehen wir mal rüber in den Bahnhof. Gucken mal, ob wir noch einen interessanten Auftrag finden und nehmen den schon mal, damit wir wissen, was wir beim nächsten Mal machen wollen. Problem ist, es gibt keine wirklich interessanten Aufträge. Also am besten ist noch dieser Rangierauftrag von dem Kram, der gerade von uns angeliefert wurde. Da sind noch die besten Aufträge. Das hier ist alles Rotz, auf gut Deutsch gesagt. Hier ist nichts dabei. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Wir haben hier einen Wahnsinnszug stehen, der einen Haufen Zeug ziehen könnte. Und die besten Aufträge sind die zwei Rangieraufträge, für die du in Summe nicht mal unsere Lok brauchst. Ich glaube, die fahren wir dann beim nächsten Mal mit einer. Lass mal gucken, ob die da ist. Wo sind hier die Gleise, wo die Züge stehen? Da. Ja, ich glaube, mit der kleinen hier machen wir dann beim nächsten Mal mit der DE2. Machen wir beim nächsten Mal die Rangieraufträge. Dann kriegen wir nochmal richtig Asche. Hier steht kein Zug. Und keine Ahnung, was wir dann mit der Lok machen. Da stehen lassen. Oder dann vielleicht später auch hier rausfahren und hier parken. Weil so hart es klingt, die Werkstatt besetzen mit einem Zug, den wir nicht nutzen, ist schlecht. Eine schlechte Idee. Weil wir müssen vielleicht irgendwie ja nochmal unseren Kleinzug dann reparieren. Was ist denn L069 und L089? Was ist das? Nee, wir sind Freelancer sozusagen. Wir sind freie Angestellte in dem Spiel. Und wir
müssen den Zug vom Zugunternehmen nehmen. Und also wir müssen einen Zug vom Zugunternehmen nehmen. Und müssen den immer wieder repariert abgeben. Damit wir neue Lizenzen und so kaufen können. Ja, also das verstehe ich nicht ganz, was das ist. Soll das hier unten dieser komische Wagen sein? Der heißt aber C973. Also ich weiß beim besten Willen nicht, was das hier sein soll. Das ist nicht die Lok, die wir gefahren haben. Haben wir Schäden an der Fracht verursacht beim letzten Auftrag, dass das hier so kleine Frachtschäden sind? Emissionen. Welche Emissionen? Ja, aber das ist ja nicht für den, für die Lok. Was soll Emissionen verursachen? Ja, aber das ist im Auftrag doch mit eingerechnet. Da stand ja hinten drauf, Emissionen 0. I don't get it. Ich krieg's noch raus. Weil wir können, solange wir die Kosten aufhaben, keine weiteren Lizenzen kaufen. Und ich bin halt am Überlegen. So langsam schalten wir uns alles frei hier. Aber ich suche halt noch richtig gute Aufträge. Ich meine, es ist ja schon ein Witz. Das, was ich hier hochgefahren habe, bringt fürs Rangieren mehr Geld wie alle Aufträge, die hier sonst noch so liegen. Das ist unglaublich. Ich habe hier eine DE6 rumstehen. Hab Lizenzen für jeden Scheiß und krieg hier oben keinen gescheiten Lieferauftrag. Kann auch nicht mal was kombinieren. Wegen hier Maschinenfabrik plus Hafen oder so. Nee, geht nicht. Es ist mir unverständlich, dass hier die Warenfabrik nicht mal irgendwie... Na gut, vielleicht. Das kann natürlich passieren. Wenn wir... Wo haben wir es hier?
Wir haben aus dem Hafen Chemikalien da hochgefahren. Wir sind jetzt bei GF. Es könnte passieren, dass daraus jetzt andere Flüssigkeiten produziert werden, die wir dann wieder irgendwo hin transportieren müssen, wenn wir die wegrangiert haben, dass wir dann einen Folgeauftrag kriegen. Ich weiß nicht, ob das dann Leerzug wird oder ob dann neue Güterzüge entstehen. Das könnte man ja mal testen, indem wir alles, was wir hier rumliegen haben, vernichten und dann gucken, was generiert wird, wenn wir die Rangieraufträge beim nächsten Mal erledigt haben. Sollen wir es mal machen? Dass ich es nicht vergesse, mal alle Aufträge hier wegschmeißen. Meine, wir haben zwei Aufträge im Inventar, die wir machen wollen. Ich bin gespannt, was denn dann da entsteht. Jo.